Moin, meine Freunde der Leichten und Seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hack Wars. Es ist eine gute Weile her, es ist gut Zeit vergangen und heute an dem Tag, wo ich das... Fuck. An dem Tag, wo ich das... Okay. Heute, an diesem Tag der Tage, ist der 29. April. Das ist nicht der 29. April, wenn ihr das hier seht, aber heute ist... Rettet die Frösche Tag. Tag des Reißverschlusses. Welttag des Tanzes, von daher kriegen wir das schon mal kurz raus. Ich bin ein weirder Typ. Und der internationale Tag der Tierärzte. Von daher, Frösche, Tierärzte, Leute, das liegt nah beieinander. Ich würde jetzt mal ganz schnell vielleicht ein paar Leute mir zusammen... Nein, nicht Platzangst. Mir ein paar Leute zusammensuchen und dann... Wir können keinen Rap machen? Nee. Das ist es heute. Ich sehe. What the fuck ist denn hier passiert? Ist das dein Ernst? Hex Report? What the fuck? Yeah. Ah. Ha. Internationaler Tag der Tierärzte. Rettet die Frösche. Rettet die Frösche. Reißverschluss. Rettet die Flösche. War ein heftiger Rap, ich weiß. Wir gucken jetzt erstmal ganz entspannt kurz in unseren... ich kann nicht mehr bauen. Ich kann wieder bauen. In unser Inneres. Tod und Dunkelheit kommen auf mich zu. Das ist immer schön. Jetzt geht's erstmal los und wir schauen mal tatsächlich, was wir denn so machen können. Froschtechnisch, wie die Leute sich dafür interessieren. Und ich würde sagen, Tag des Reißverschlusses, Leute. Wir machen auch jetzt einen schönen Reißverschluss aus unserem Weg. Es sind mehrere Tage in einem. So, schauen wir mal. Machen wir mal kurz hier. So, nicht ein normaler Weg, Mann. Es ist ein Reißverschlussweg. Deswegen sind wir auch das beste Team. Wir sind toll. Einfach mal ein bisschen Mut zugesprochen. Team Gelb, meine Farbe sowieso, Waffelteam. Alles ist okay, Leute. Wir kommen damit klar. Mein Team ist dabei. Wir sind coole Dudes. Wir sind einfach nur toll. Einfach mal ein bisschen positiv sein, Leute. Ne? Ein bisschen ist es warm. Ist viel zu warm. Die Klimaanlage ist aus für die Videos, weil es uns zu laut ist. Ne? Was ist es? Was ist es? Ein Reißverschlussweg ist heute Tag des Reißverschlusses. Musst du wissen, ne? Hör auf, das zuzumachen! Hör auf, das zuzumachen. Ich mache das selber, Pupswolke. Ich, ohne Mist, hier gerade, hier stirbt ein Vogel oder so da draußen. Der ist so richtig hart am Rumkriegen die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was los ist. Heute ist Tag des Frosches, wenn dann, Diggi. Und nicht Tag des Vogels. Oh. So ein geiler Weg, Mann. Ohne Mist, also ich lehne mich nicht oft auf dem Fenster. Manchmal schon. Manchmal lehne ich mich aus dem Fenster. Und heute ist wieder so ein Tag, wo ich sagen würde, für sowas kann man einen Videopreis kriegen. Ja. Er schlägt auf den Stein ein und da geht der Stein kaputt. Oh, das ist ja verrückt. Er schlägt auf den Stein ein. Ich muss kurz so tun, nach wie vor so tun, als wenn der Stein kaputt gehen würde. Hör auf, das abzubauen! Lass es! Ist unerhört. Weißt du, Tag des fucking Reißverschluss. Und dann einfach fucking Reißverschluss die ganze Zeit disrespecten. Das kotzt mich an jetzt. Hab ihn runtergeworfen. Bin ein cooler Typ. So, Tag des Frosches. Wir arbeiten uns vor. Reißverschlussweg einigermaßen okay. Man erkennt, dass es ein Reißverschluss ist. Aber man muss auch sagen, es gibt geilere Reißverschlüsse. So, Tag des Frosches, Leute. Die Huldigung. Ich bin ein großer Froschtyp. Viele nennen mich auch Dr. Froscho. Und deswegen muss ich auch einfach mal sagen, muss man auch einfach mal die ganzen Leute halt ein bisschen feiern, ne? Okay, das sieht doch aus wie so ein schöner Ort, wo man mal tatsächlich sich ein bisschen mit dem Thema Frosch auseinandersetzen kann. Ihr wisst, ich bin ein großer Frosch-Fan. Wenn es eine Sache gibt in meinem Leben, die in meinem Personalausweis steht, dann ist es Frosch-Fan. Oder großer Frosch-Fanatiker. Ein Frosch-Verrückter. Ein Froschi, nennen wir uns im Fachkreise. Ich mache noch ein bisschen größer, glaube ich, ne? Ich mache noch ein bisschen höher. Noch mal ein bisschen ran, ne? Und dann machen wir mal. Oh, so. Das ist halt auch einfach ein schöner Frosch. Und der braucht hier noch einen Nipsi. Schau mal kurz. So, die Froschinsel ist eigentlich ganz süß, oder? Hinten hat er so kleine Hüpfis. Das sind kleine Hüpfis. Der hat hinten ein kleines Hüpfi, vorne ein großes Hüpfi. Machen wir mal den Körper.
Das ist ein schöner Körper. Mmh. Oh, geil. Guck mal, so ein bisschen hohl. Weil manche Frösche sind auch hohl. Nicht all, weißt du, viele haben immer gedacht, Frösche sind so intelligent, viele Leute. Kenne ich auch viele private im Umfeld, die gesagt haben, yo, Frösche sind halt derbe intelligent. Stimmt nicht, Leute. Stimmt, ich kläre euch auf, dafür bin ich da. Frösche sind nicht so intelligent, wie ihr denkt. So, mal kurz den oberen Mund hier. Geil, Alter. Das ist so ein richtiger geiler Froschmund. Also man muss auch sagen, es gibt schlechte Froschmünder und gute. Und das ist ein geiler. Das ist ein geiler Froschmund. So, einfach ein schöner Froschmund. Jetzt natürlich noch die Augen. Und ich habe da was vorbereitet bei den Augen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr durchdreht, aber oi! Oi! Ist schon gut, oder? Ist ein geiles Froschmul. So, schauen wir mal. Hier machen wir mal kurz das hier rein. Gehen wir mal kurz hier runter. Da nochmal. Wasser drüber. Und da auch nochmal normal Wasser, sodass es fließt. Gönnt euch den Frosch, Alter. Gönnt euch diesen Frosch. Ich mach mal kurz hier so ein bisschen noch was dran. Dafür hat mir noch ein bisschen die Rundung gefehlt. Ja. Ich finde, es kommt ran. Ich finde, es kommt gut ran. Ne? Und wenn jetzt hier jemand meinen Frosch mal blöd anguckt oder so, muss ich den natürlich retten. Und wie rettet man natürlich so einen Frosch? Indem man ganz normal natürlich das Gebiet in eine Sumpflandschaft verwandelt. Zum Sumpf gehört Folgendes. Wasser zunächst mal. Wasser ist wichtig für die Weiterentwicklung des Sumpfes und des Sumpfmenschen und auch natürlich des Frosches an sich. Von daher, dem Frosch wird geholfen, wenn das Wasser fließt, sage ich immer. Es ist ein schöner Sumpf. Ich würde mich hier wohlfühlen, wenn ich ein Frosch wäre. Wie seid ihr persönlich aufgestellt zu Sümpfen? Seid ihr positive Sumpfgänger, negative Sumpfgänger? Es gibt ja Leute, es gibt zwei Arten von Sumpfmenschen, ne? Die positiven und die negativen Sumpfmenschen. Hi, du hast nichts gesehen? Scheiße, der hat mich mal erwischt. Oh, oh, nicht gut. Alles okay. Ich gehe jetzt erstmal schön hier. Wie, what the fuck, Zombie Aaron? Ich hab hier nichts verbrochen. Komm doch in meine Höhle. Und guck, was passiert. Du geiles Stück Mondstaub. Oder so, keine Ahnung. Es gab eine Zeit, wo Mondstaub, wenn man sagt, du kleines Stück Mondstaub, dann war das ganz cool. Sagt man das noch auf dem Pausenhof oder nicht mehr so? So, schauen wir mal. Das ist mir noch so ein bisschen zu wenig Moorlandschaft. Da muss man nochmal ein bisschen nachelfen. Hi, großer Fan. Bisschen mehr Sumpf muss es schon werden. Das ist normalerweise immer das Ziel, ne? Wir gehen jetzt erstmal schön entspannt. Wie gesagt, ich schwimme hier hoch. Das ist ganz normal. Das ist sehr üblich. Man muss halt auch ein bisschen Schwimmer sein, ne? Endlich nicht Schwimmer, sagt man da. Ach, Flamingo, das hat doch keinen Sinn. Du bist nicht Teil des Sumpfes. Du musst Teil des Sumpfes werden. Ich fühle mich wie so ein Superheld. Weißt du, wenn ich mich so durch dieses Wasser durchbewege. Ist wie so ein Superheld sein. Sumpfmon. Es gibt ja tatsächlich noch so einen Sumpf-Superheld, oder? Der sagt immer, ich muss eins mit dem Sumpf werden. Der Frosch muss sich wohlfühlen. Es ist Tag des Tierschutzes, Leute. Wenn sich hier nicht wohlgefühlt wird, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Es ist halt so eine schöne Froschlandschaft. Kaulquappen. Ich bin eine Kaulquappe. Dr. Kaulquappus. Ey, wirklich, kann Hackwars mal aktiviert werden? Nein, Hackwars aktiviere ich immer nur am Ende. Weil hier keiner hackt. Weil ich bin ein Sumpfheld. Wer hat Hacks? Niemand. Der Sumpf wurde niedergestreckt. Die ganzen Ergebnisse dieser Runde werden nicht gewertet. Ich habe Hackwars sonst auch immer eingegeben, Leute, auch nach den Aufnahmen, wenn ich die Aufnahme beendet hatte. Von daher, der Frosch fühlt sich wohl. Der Frosch hat Spaß. Der Frosch ist ein Mensch. Und Hackwars gebe ich immer erst am Ende der Folge ein, weil sich sonst jeder anpisst und direkt die ganze Zeit nicht mehr mitmacht. Und das dann richtig scheiße ist am Anfang der Folge. So, Leute, der Frosch sagt Tschüss. Ich sag auch Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr neu dabei wart. Und wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.